Der nächste auf meiner Liste wäre Emil. Emil, dann schwing dich ans Mikro. Emil kommt von den jungen Piraten. Unschwer zu erkennen. Hallo. Hallo, ich bin Komplex von den jungen PiratInnen. Ich will euch was, ich bin ein bisschen krank noch. Ich hoffe, das schlägt nicht zu sehr irgendwie auf die Verständlichkeit des Vortrags. Ich will über Arbeit reden. Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ich lebe von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich finde es ziemlich geil. Und also meine Eltern zahlen mir halt mein Studium einfach. Es kommt aber ungefähr darauf raus, ich kriege im Monat halt meine 600 Euro. Ich kann davon meine Miete zahlen und ein bisschen schlechtes Essen. Und es funktioniert. Und ich habe dadurch aber eine persönliche Freiheit, die ich so nie wieder aufgeben will. Und ich glaube, dass eine Teilhabe an Gesellschaft und den Freiheiten auch eben die Gesellschaft bietet, die uns soziale Interaktionen bieten können und über die wir eben miteinander überhaupt interagieren können und so an dieser grandiosen Gesellschaft oder hoffentlich irgendwann mal grandiosen Gesellschaft mitbauen können, dass so etwas nur durch ein Einkommen möglich ist, das geregelt ist. Wir haben viele einkommenslose Menschen in dieser Gesellschaft. Wir haben viele Leute, denen ihr Einkommen nur eben gegen die Bedingungen ihrer Arbeit und die Vermarktung ihrer persönlichen Lebenszeit gegeben wird, und weil Lohn und Einkommen sehr stark aneinander angekoppelt sind derzeit. Und ich denke, wir können eine Gesellschaft, wo eben ein individueller Mensch seine individuelle Freiheit zusammen mit anderen zusammen exerzieren kann, nur durch ein Grundeinkommen ermöglichen. Es gibt da von den die Piraten in NRW haben letztes Jahr, glaube ich, einen sehr guten Kongress veranstaltet. Der heißt Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit. Vieles, was ich noch sage, baut darauf auf, was da eben auch schon gesagt wurde. Fünf wunderschöne Vorträge empfehle ich jedem in diesem Raum. Es ist ein sehr schöner Überblick über Ökonomie und Gesellschaft und warum ein Grundeinkommen die Antwort des 21. Jahrhunderts auf all die Probleme sind, die uns derzeit eben auch mit Digitalisierung und all diesen Fortschritten, auf die eigentlich nur wir Piraten eine Antwort haben, geben. Also erstmal ein bisschen zur Theorie. Ich bin kein Ökonom, ich studiere Philosophie und Politikwissenschaften, aber vieles eben dieser ökonomischen Theorie gibt es auch eben in diesem Kongress oder wurde in dem Kongress angesprochen. Und es lohnt sich da, sich diese Vorträge auch zu geben. Deswegen, bei mir sind garantiert inhaltliche Fehler dabei, weil ich das eben nicht wirklich studiere und nicht bis zu den Grundsätzen durchdenken kann. Aber im Großen und Ganzen kann ich die Gedanken, denke ich, wiedergeben. Und für eventuelle Kritik wendet euch besser nicht an mich, sondern schaut euch diese Vorträge an und schaut, wie es wirklich gemeint war. Da gibt es zum Beispiel André Gortz, ein französischer Theoretiker, der eben vor allem über den Arbeitsbegriff sehr viel nachgedacht hat und der eben Arbeit trennen will. In einerseits autonome Arbeit und heteronome Arbeit. Autonome, selbstbestimmte Arbeit ist zum Beispiel Arbeit, die nicht wie bei Marx entfremdet ist, sondern in der wir praktisch unser Leben, also eben unsere Arbeitsprozesse selbst bestimmen können. Und die heteronome Arbeit als Gegensatz dazu, eben die Lohnarbeit, in der unsere Arbeitsverhältnisse sehr stark eben von anderen Prozessen bestimmt sind. Zum Beispiel, weil sie arbeitsteilig ist und wir uns mit anderen Leuten halt zusammenarbeiten müssen, um voranzukommen. Und um am Ende, weil wir eben nur einen kleinen Teil des großen Ganzen erledigen können, uns eben auch nach den anderen richten müssen, zum Beispiel gewisse Standards einzuhalten. Sowas ist immer Fremdbestimmung und André Gortz argumentiert eben, dass nur autonome Arbeit, also Arbeit, die man selbst bestimmen kann, Tätigkeiten, über die man selbst die Definitionsmacht und Einfluss hat, dass nur autonome Arbeit einen wirklich erfüllt und eben diese sinnstiftende Tätigkeit ist, die an Arbeit so wichtig ist und die ist, ja, die letztendlich dafür sorgt, dass eben wir haben ja das positive Menschenbild, dafür sorgt, dass Menschen tatsächlich arbeiten wollen und nicht dazu gezwungen werden müssen, wie es bei heteronomer Arbeit tatsächlich auch der Fall ist. Eine andere Unterscheidung, die André Gortz aufmacht, ist der Unterschied zwischen notwendiger Arbeit und fakultativer Arbeit. Notwendige Arbeit ist dabei eben Arbeit, die notwendig ist, um unsere Existenz zu erhalten. Alles, was wir tun müssen, um Nahrung, einen Schlafplatz, aber auch soziale Teilhabe und Kommunikationsinfrastruktur und all diese Dinge erarbeiten zu können, die uns unser Menschsein tatsächlich ermöglichen und die uns ermöglichen, ein Individuum, ein soziales Individuum zu sein, das an Gesellschaft teilhaben kann. Im Gegensatz zur fakultativen Arbeit, die praktisch benötigt wird, um Luxusgüter aller Art herzustellen, und die eben gebraucht wird sozusagen aber die auch sehr viel einfach individuell passieren kann und die sehr viel
die nicht direkt benötigt wird und die nicht notwendig ist, um Existenz zu erhalten, aber die natürlich das Leben versüßt. Seine These ist eben, dass, oder auch die, was eben in dem Piraten-NRW-Kongress eben auch sehr viel angesprochen wurde, ist eine sehr, sehr verbreitete These mittlerweile in dieser Grundeinkommenstheorie, dass die Digitalisierung und die Automatisierung und andere gesellschaftliche Prozesse menschliche Arbeit immer weniger nötig machen. Und dass eine Vollbeschäftigung, wie die Ideologie der Arbeit sozusagen und auch was CSU, SPD etc., CDU hauptsächlich promoten, und ich glaube die FDP auch, dass eben diese Vollbeschäftigung, dass möglichst alle Menschen einen Arbeitsplatz, einen Lohnarbeitsplatz, eben nur heteronome Arbeit haben sollten, dass diese Vollbeschäftigung letztendlich unmöglich ist und wir uns andere Formen der Beschäftigung suchen müssen. Und aber auch gesellschaftlichen Reichtum vielleicht anders erwirtschaften müssen, als über die traditionellen Verhältnisse, die im 20. Jahrhundert und auch heute noch unsere Zusammenarbeit bestimmt haben. Menschen sind derzeit abhängig von Einkommen oder... Also Menschen sind immer abhängig von Einkommen, deswegen sind wir derzeit abhängig von Arbeit eben auch, weil durch dieses Mythos der Vollbeschäftigung wir eben arbeiten müssen, um unser Einkommen zu erwirtschaften. Und weil eben Einkommen nicht angemessen von Arbeit getrennt ist. Volkswirtschaftlich führt es eben auch zu sehr absurden Effekten. Produkte müssen teilweise ihre Konsumenten kaufen, um Arbeit wertvoll zu machen. Das passiert durch keynesianische Prozesse auch. Ich weiß nicht, ich bin nicht besonders tief eben in dieser Theorie drin, aber Angebot und Nachfrage müssen sich eben auch ausgleichen und werden auch gerade von Volkswirtschaften ja deswegen jeweils gepusht. Und auch Sozialhilfe und derartige Sachen oder die Abwrackprämie sind wieder Sachen, wo Volkswirtschaften direkt Geld in die Nachfrage pumpen, um eben dieses Angebot überhaupt zu ermöglichen und dem Einzelnen ermöglichen zu können, dass er von seiner Arbeit überhaupt leben kann, weil er Einkommen nur über die Arbeit beziehen kann. Grundeinkommen ist dann eben in dieser Argumentation deswegen sinnvoll, weil eine hohe Kaufkraft eben die Wirtschaft ankurbelt und man so eben diese Wirtschaftszyklen, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, aber so gewisse Rezessionszyklen eben aufzuheben oder zumindest abzuschwächen, die sonst eben kreditfinanziert irgendwie abgeschwächt werden sollen. Da gibt es die ganze keynesianische Wirtschaftspolitik, die so semi-sinnvoll ist und die uns auch 2008 nicht von der Finanzkrise bewahrt hat, beispielsweise. Und so ist eben Arbeit am Ende, wenn du eben zum Beispiel ein Grundeinkommen benutzt, weil eben, um eben die Kaufkraft anzukurbeln, um wieder die Wirtschaft anzukurbeln, dass deswegen nicht Arbeit mehr nötig wird, um ein Einkommen zu schaffen, sondern in der Argumentation plötzlich ein Einkommen nötig wird, um Arbeit zu schaffen, weil du eben den Leuten eben ihre Zeit bezahlen musst, damit sie Dinge kaufen, die produziert werden müssen, und damit sie das eben dann produzieren können müssen, oder damit sie eben arbeiten können, müssen diese Sachen erst gekauft werden, deswegen gibt man ein Grundeinkommen. Führt zu seltsamen und sehr kontraintuitiven Abläufen, aber funktioniert so. Das Ganze wird aufrechterhalten durch eine Ideologie der Arbeit, durch eine soziale Norm der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, typisches Lohnarbeitsverhältnis, das eben plötzlich auch sozial gewertet wird. Das baut eben auch Diese Norm wird aufrechterhalten, um eben heteronome Arbeit, die meistens effizienter ist als autonome Arbeit und eben gerade Arbeitsteilung ist eben oft nur heteronom möglich, um diese heteronome Arbeit zu ermöglichen und zu erleichtern. Das führt eben dazu, dass auch wenn niemand wirklich Lust auf heteronome Arbeit hat, sie den Leuten plötzlich total wichtig ist. Jeder braucht einen Arbeitsplatz und jeder kämpft auch um diesen einen Arbeitsplatz und Leute kämpfen am Ende praktisch darum, dafür ausgebeutet zu werden, was eben zu den Widersprüchen auch in diesem ganzen System führt. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Freund von mir, der hat neulich ein halbes Jahr mal gearbeitet und jetzt chillt er halt wieder, weil jetzt hat er gerade Geld, deswegen braucht er gerade nichts. Und sein Vater leiht sich zwischendurch Geld von ihm, weil sein Vater arbeitet halt Vollzeit und so weiter und muss halt auch irgendwie Miete bezahlen. Sein Vater leiht sich Geld von ihm und sagt aber trotzdem ständig, hey, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Willst du nicht mal wieder arbeiten gehen? Und da ist es dann schon irgendwie total widersinnig, weil obwohl er eigentlich Geld hat
und deswegen nicht arbeiten muss, fragt sein Vater ihn, weil er sich selbst davon überzeugen muss, dass seine Arbeit sinnvoll ist und seine Arbeit wertvoll ist und er seine Zeit nicht verschwendet, muss er auch seinen Sohn davon überzeugen, arbeite, 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 dein Lebensentwurf stellt meinen in Frage. Und das ist Beispiel, das ist etwas, dieses Gefühl, dein Lebensentwurf stellt meinen in Frage, was auch über so typischen mit liberalen Prämissen eigentlich nicht machbar ist. Wo ich mir eigentlich denke, nein, ich sollte mein Leben doch so leben können, wie ich will. Und nur weil du dich bedroht fühlst, weil ich nicht dieselbe Religion pflege und nicht denselben Arbeitsethos pflege wie du, sollte das dich eigentlich nichts angehen. Genau. Diese Ideologie dient eben dann der Sinnstiftung von heteronomer Arbeit. Der direkte Sinn von heteronomer Arbeit, eben arbeitsteilig etc., ist uns oft nicht direkt offensichtlich, dem Arbeiter. Weil nach Marx eben, was muss man teilen, kann man nicht teilen, aber also seine ökonomischen Annahmen sind auf jeden Fall sinnvoll. Was politisch daraus gefolgt ist, gut, kann man drüber streiten. Aber seine ökonomischen Annahmen und auch die Entfremdung, die er eben beschrieben hat, wie der Arbeiter eben von dem Produkt, was er am Ende herstellt, entfremdet ist, das ist durchaus was stattfindet und was eben, weswegen eben diese Ideologie der Arbeit notwendig ist, um die Leute zur Arbeit überhaupt zu bewegen. Im Gegenzug führt es auch zu solchen absurden Sachen, dass Arbeitslosen eben auch fakultativ, also sowohl notwendige Arbeit als auch fakultative Arbeit, jede Form von sinnstiftender Tätigkeit verboten, erschwert oder unattraktiv gemacht wird, weil damit man eben auf sie herabschauen kann und nicht sich als Arbeiter fragen muss, hey, wieso arbeite ich eigentlich? Der kommt doch auch gut zurecht. Und so wird dann eben auch der Arbeitslose diskriminiert und abgewertet, weil eben auch das in der Psychologie des Arbeiters notwendig ist, um die eigene Arbeitsleistung noch zu legitimieren. Deswegen fordere ich, dass man langfristig, wenn wir diese Gesellschaft friedlich und im Zusammenleben miteinander und auf die individuelle Erfüllung des Einzelnen ausgerichtet diese Gesellschaft zu bauen wollen, dass wir dann Einkommen und Arbeit voneinander trennen müssen. Ein Mensch braucht Arbeit, um eben Sinn zu stiften, aber der Mensch braucht eigentlich nur fakultative Arbeit. Und fakultative Arbeit ist was man jederzeit selbst leisten kann. Also wenn ich daheim sitze und irgendwas schreibe oder wenn ich politische Arbeit mache oder wenn ich, keine Ahnung, einen Song aufnehme, den ich zufällig, für den ich mich interessiere oder so, dann ist es alles fakultative Arbeit und was komplett selbst und auch nicht unbedingt gegen Geld sozusagen erledigt werden muss. All das stiftet Sinn, muss aber nicht zwangsläufig, hat aber nicht unbedingt auf dem Markt einen hohen Wert sozusagen. Dennoch ist es irgendwie Lebenszeit, die ich nett verbringen will. Freie Selbstbestimmung anstreben heißt deswegen autonome Arbeit ermöglichen und dem Einzelnen ermöglichen, eben die Souveränität über seine Lebenszeit und damit durch auch über seine Arbeitszeit sich wieder zurückzuholen. Arbeitszeit ist dann praktisch das, was wir den Menschen wieder ermöglichen müssen und was wir eben aus dieser Fremdbestimmung durch Arbeitgeber beispielsweise entziehen müssen. Notwendige Arbeit eben auch auf einem gleichberechtigten Arbeitsmarkt auszuhandeln, dass sozusagen die notwendige Arbeit überhaupt dann sinnvoll an einem Arbeitsmarkt, wo sich dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichberechtigt gegenüberstehen, das dort auszuhandeln, sowas ist nur mit einem BGE möglich. Denn solange die Leute gezwungen sind zu arbeiten, weil Einkommen eben an Arbeit gekoppelt ist, können sie überhaupt nicht als gleichberechtigte Verhandlungspartner da reingehen. Denn der Arbeitgeber ist nicht darauf angewiesen, genau diesen Typen einzustellen. Und man könnte ja arbeitslos werden. Deswegen ist, um einen wirklichen, auch den freien Markt überhaupt zu verwirklichen, in dieser Stelle notwendig, den Leuten ein Grundeinkommen zu ermöglichen. André Gortz sieht auch als Weg dahin eben zu dieser Selbstbeschäftigungsgesellschaft statt Vollbeschäftigungsgesellschaft beispielsweise, dass Gewerkschaften eben nicht Arbeitszeitverkürzung heraushandeln sollten, Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzung heraushandeln sollten statt Lohnerhöhungen bei gleichbleibender Arbeitszeit. Also Gewerkschaften streiken sollten, um den Arbeitern zu ermöglichen, dass sie eben 30-Stunden-Wochen oder die 40-Stunden-Woche wurde ja erkämpft von Gewerkschaften tatsächlich mal und es war mal progressiv, dass sie so etwas erkämpfen sollen statt den ständigen Lohnerhöhungen bei gleichbleibender Arbeitszeit. Das ist eben eine Forderung, die André Gortz konkret noch stellt. Und das ein anderer schöner auch politischer Ansatz, um daran zu gehen, ist auch der, dass man fordert, dass Roboter oder Algorithmen, die eben menschliche Arbeit ja auch zunehmend übernehmen, Einkommensteuer zahlen sollen für die Arbeit, die sie leisten, um dann eben das Einkommen für Menschen zu ermöglichen. Ich finde,
dass ein Grundeinkommen eben unbedingt notwendig ist, weil das für die meisten der Ideen, die die Piraten tatsächlich haben, ja, eigentlich eine zwingende Voraussetzung ist, dass jemand ein freies Individuum ist, der Zeit hat und auch die Herrschaft über die eigene Zeit hat, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Die Piraten haben ein positives Menschenbild und das ist das, was ich den größten gemeinsamen Nenner sehe. Zum Beispiel, wenn Leute irgendwie, das ist ein, ich finde es schade, dass dieses Argument nicht öfter gekommen ist, aber wenn Leute im Kölner Hauptbahnhof Frauen begrapschen und sexuellen Missbrauch begehen, dann ist es auch angemessen zu fragen, okay, wie entstehen nochmal soziale Probleme und hilft es durch Verurteilungen, dann auch noch Verurteilungen ganzer Menschengruppen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil diese Täter ja konkret keine Flüchtlinge waren. Wieso schaut man nicht, okay, wie entstehen soziale Probleme, welche Leute begehen Straftaten und gibt es überhaupt kriminelle Menschen und normale Menschen? Muss man das trennen und sind nicht viel mehr Menschen, die sich irgendwie gedrungen fühlen, teilweise zu kriminellen Taten gezwungen gewissermaßen, weil, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden könnte und weil ich ein Grundeinkommen beziehe, kann ich mich entscheiden, würde ich keine Straftaten begehen, nur aus irgendwelchen Gründen. Und dieses positive Menschenbild ist eben was ich beim Piraten sehr zentral sehe. Wir glauben an Freiheit und Demokratie und daran, dass irgendwie Menschen, miteinander kooperieren, wenn sie die Wahl dazu haben, statt sich gegenseitig ausboten zu wollen. Weil wir glauben, dass Menschen für so etwas geeignet sind. Weil wir glauben, dass Menschen tendenziell gut zueinander sein wollen, wenn sie denn die Möglichkeit dazu haben und wenn sie nicht in die Ecke gedrängt sind und sich irgendwie nur entweder für Arbeit oder Tod entscheiden können, sondern wenn sie ein Einkommen gesichert haben und dadurch eben zu den Menschen erst vollwertig überhaupt einen Wert zugemessen bekommen. Wir wollen das Beste aus den Menschen kitzeln. Autoritäre Lösungen wie beispielsweise Hartz-IV-Sanktionen etc. können das nicht. Wir müssen Menschen selbst ermöglichen, ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, um eben ihnen ein Leben erst zu ermöglichen und Gesellschaft erst zu ermöglichen. Menschen können unter Druck nicht frei handeln und sind nicht offen für Mitmenschen. Deswegen braucht man ein BGE, um den Druck von den Menschen zu nehmen und Freiräume für Kooperation zu schaffen. Deswegen sind für mich viele der Ziele der Piraten, unter anderem auch die Promotion von Open Source Software oder allgemein kulturelle Teilhabe oder wirklich sich mit Politik auseinanderzusetzen, wofür man Zeit braucht etc. und dadurch an Demokratie teilzuhaben. Und viele dieser anderen Dinge, die wir fordern an der Freiheit des Individuums, sind für mich undenkbar, wenn man kein bedingungsloses Grundeinkommen fordert. Deswegen sind die Piraten für mich ohne Grundeinkommen undenkbar. Vielen Dank.